Flugzeugspuren am Himmel über Deutschland. Was für die meisten ein ganz normales Phänomen der Zivilisation ist, bereitet anderen große Sorgen. Seit vielen Jahren beobachtet Dominik Storr die angebliche Bedrohung aus der Luft. Wir werden ganz bewusst Chemikalien in die Atmosphäre gesprüht, um das Sonnenlicht von der Erde abzuhalten. Chemtrails, also Chemiespuren, nennt Storr die Kondensstreifen am Himmel. Auf höchster Ebene und natürlich streng geheim soll mit gefährlichen Stoffen experimentiert werden. Die halten es geheim, eben wegen dieser vielen Folgen, die von Feinstaubbelastungen ausgehen. Die gesundheitsabträglichen Folgen, also Feinstaub ist sehr gefährlich für die Lunge, für die Menschen, sehr gefährlich auch insgesamt für alle Umweltbestandteile und alle Menschen. Oder es gibt wahrscheinlich keinen Menschen, der erfreut wäre, wenn er wüsste, dass er mit Feinstaub besprüht wird. Längst hat die stetig wachsende Gemeinde der Verschwörungstheoretiker das Internet erobert. Hier sammelt die Chemtrail-Bewegung alles, was die Existenz der Luftnummern beweisen soll. Auch die Vertuschungsversuche der angeblichen Strippenzieher werden knallhart veröffentlicht. Wie der Anruf eines besorgten Bürgers bei der Luftwaffe. Also ich gehe stark davon aus, dass es eher militärisch ist, weil ich habe schon mal was vom Düppel gehört, Chemtrails und massives Geoengineering in Amerika. Auch, haben Sie davon schon was gehört? Ja, ich kenne diese ganzen Verschwörungstheorien. Also. Ja, es ist eher also Verschwörungstatsache, würde ich sagen, weil also das passt immer alles mehr ganz gut zusammen. Weil immer mehr Leuten fällt das auf und es ist halt einfach mittlerweile sehr viel zu sehen. Einen Feind haben die Giftgläubigen auch in Wetterfrosch Jörg Kachelmann ausgemacht. Schließlich erklärt er den Chemtrail-Spuk nicht nur zum Hirngespinst, sondern auch den wahren Grund für Kondensstreifen. Die Kondensstreifen waren schon immer so, dass sie, wenn das Flugzeug gerade durch trockene Luft flog, dass sie sich schnell aufgelöst haben, kaum hinter dem Flugzeug zu sehen sind. Wenn sie aber in einer feuchten Luft sind, dann sind sie lange zu sehen, breiten sich auch zum Teil aus und sind die Basis für neue Wolken. Sogar einen Rechtsstreit hat es zwischen Kachelmann und Anhängern der Chemtrail-Bewegung schon gegeben. Es gab zu jeder Zeit im Leben immer einen Bodensatz an Dorfdeppen in jedem Ort. Das Problem ist einfach heute, sie kennen sich untereinander und sie können sich im Internet mit ihrem Stuss letztendlich weiter verbreiten. Was Kachelmann als Stuss bezeichnet, sind für Werner Altnickel Beweise. Mit der eigenen Kamera hat er verräterische Chemtrails identifiziert. Hier kommt jetzt ein Streifen ins Bild, der sich als Chemtrail entpuppt. Also hier ist er am Abreißen. Er fliegt jetzt mit normalen Kondensstreifen weiter, also ohne angereicherte Materialien drin. Und die Charakteristik des Abreißens liegt ganz klar da, dass das kein normaler Kondensstreifen sein kann. Um gesundheitlichen Schäden durch vermeintliche Chemiewolken entgegenzuwirken, empfiehlt Altnickel einige bewährte Mittelchen. Als Prävention gegen diese Dinge kann man einmal diese Gesteinsmehle zu sich nehmen zum Ausschwemmen von Schwermetallen, also sprich Bentonit, Zeolit. Man kann Chlorella nehmen, aber sich vorher gut informieren, wie man es tut. Man kann sich auch ein Ionisationsgerät anschaffen, was bewirkt, dass die Feinstpartikel sich zusammenballen und schneller ausfallen, sodass man sie eben nicht in der Lunge hat, sondern hat noch einen Teppich. Wer nicht schlucken will, muss bauen. Sogenannte Chembuster, am Boden stationiert, sollen die Giftschwaden vertreiben. Wie das genau funktioniert, bleibt rätselhaft. Plastikeimer, Kupferrohre und flüssiges Harz sind jedenfalls die Hauptbestandteile der Wunderwaffe für den Vorgarten, wie im Internet zu erfahren ist. Welcher Bösewicht genau hinter den Sprühaktionen steht, ist in der Szene umstritten. Von Bill Gates bis zu den Illuminaten standen alle schon mal auf der Liste der Verdächtigen. Auch Werner Altnickel hat dazu eine eigene Meinung. Wir können davon ausgehen, dass US-Militär und NATO mit ihren Flugzeugen diese Stoffe einbringt. Einmal mit Tankflugzeugen, die also erhebliche Mengen mitnehmen können, um diese Dinge auszusprühen. Die Amerikaner haben ja Erfahrung darin, Agent Orange, Vietnamkrieg und so weiter. Und auch die Skrupel haben sie nicht, solche Dinge auszubringen. Man kann sowas aber auch als Beimischung zum Flugzeugsprit gestalten. Ingenieure der TU Darmstadt arbeiten an der Entwicklung von Flugzeugtriebwerken. Eine große Himmelsverschwörung hält man hier für ausgeschlossen. Es würden natürlich alle Leute wissen, dass man da was beimengt. Und man müsste natürlich auch zusätzliche Anschlüsse am Triebwerk haben, die das ermöglichen, da zusätzliche Flüssigkeiten reinzugeben. Also heimlich wäre das nicht möglich? Heimlich wäre es nicht möglich, nein.
Das würden ja alle Triebwerksmechaniker auf der Welt wissen, es würden alle Hersteller von Triebwerken wissen, es würden alle Airlines wissen. Also es wäre schon eine große Anzahl von Leuten, die das eigentlich wissen müssten, wenn man hier zusätzlich noch was neben Kerosin einspritzen würde. Gegen Argumente der Chemtrail-Leugner ist Dominik Stauer immun. Er vermutet hinter den Nebelwolken mittlerweile noch viel mehr als einfache Klimaversuche. Wir können eben nicht ausschließen, dass über diese Metalle hinaus, die ausgebracht werden, auch noch ganz andere Stoffe ausgebracht werden, wie zum Beispiel Nanopartikel, die dann die Menschen über die Kopfhaut impfen sollen. Und solange wir nicht wissen, welche Zusammensetzung gesprüht wird, können wir diese ganzen neuen Techniken auch nicht ausschließen. Der Himmel über Deutschland. Er bietet viel Raum für Streifen. Und noch mehr für obskure Spekulationen.